Ach, verkehrte Butze, wollte ich gar nicht hin, ey. Ja, sag ja. Können wir froh sein, dass wir einigermaßen entfernt liegen. Aber auch nur einigermaßen. Ich glaube, der würde nicht so die Probleme haben, hier mal reinzugucken. So, mal eben wieder anschmeißen und dann gehen wir mal Kraftwerk jetzt. Nützt ja nicht. Dann können wir mal die Straße gucken. Und wenn wir echt die Wegdrang bei 3 bauen wollen, dann. Ja. Kommen wir nicht drum rum. Na, guck mal, die Kisten sehen ja anders aus. Sehr schön, ne? Ich will, glaube ich, alles vorne liegen habe. Wir müssen eh Fässer machen. Wir brauchen auf jeden Fall mal wieder ein paar Planen und ein bisschen Nähzeug. So mal wieder ein bisschen an Stoff kommen. Ich glaube, Munition fehlte, ne? Ja, hier fehlen natürlich noch Garagentore, wenn wir sie endlich mal finden sollten. Dann haben wir doch hier. Ist doch alles gut. Nehmen den auch noch mit. Ja, wir hätten ein bisschen Wasser mitnehmen können, aber was soll's. Was soll das? Ach, Karten, wa? Muss eh nochmal nach hinten. Ohne Karten geht nicht. Können wir auch noch ein bisschen Wasser mitnehmen. Servus, Tashi. Ja, Butze steht. Jetzt habe ich heute Mittag noch ein bisschen aufgerüstet. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Bewegung jetzt hier in der Ecke. Deswegen müssen wir mal gucken, was jetzt hier so geht. Scientist-Armee ist auf jeden Fall da. Hier stehen 20.000 Stück rum. An jedem Strommasten stehen sie rum. Ja, und immer in Bewegung, die Jungs. Immer aktiv. Also, wenn du nachts rausgehst, siehst du überall Lichter hier. So gut. Schon mal aus. Schon mal nicht so schlecht. Ja, was bringt mir im Moment nichts? Und die beiden an meiner Butze würde ich eh ganz gerne leben lassen. Lass sie mal da stehen. Gehe ich auf jeden Fall mit, wenn sich da irgendjemand anschleichen will. Die anderen können wir töten, ja, haben wir ja gestern auch gemacht. Da suche nach einer grünen Karte. Ich meine, die haben ja auch immer ein bisschen Scrap, so ist ja nicht. Ja,
auch schon jemand. Ist ja nicht so leggy. Geben wir noch kein Update drauf. Was los? Kamera läuft. Ist ausgeschaltet oder ich angeschaltet? Ne, ist richtig. Thompson. Sonst ist nichts passiert. Rote Karten, da können wir mit schmeißen. Ja, da habe ich drauf gewartet. Endlich können wir Wasser sammeln, hä? Mann, Mann, Mann. Hm, vielleicht. Ja, soll es nicht klopfen, Alter? Ich würde sagen, da tötet auf jeden Fall gerade jemanden, ein paar Scientists. Rohre, Rohre und nochmal Rohre. Und da sind sie. Auf dem Weg zu meiner Butze oder auf dem Weg? Ne, die sind auf dem Weg zu der Sicherung. Weißt du, was sollen wir jetzt mal was ganz Abgewichstes machen? Aber wo am besten? Leider nicht dunkel genug, ne? Ja, eine Thompson habe ich gefunden. Heute Mittag. Naja, wir haben eh nichts bei. Wir könnten natürlich ansonsten auch bei der... Was mir gerade einfällt. Ich weiß gar nicht, ob ich hier gleich rauskomme, wenn die Sicherung ausgeht. Aber sie sind auf jeden Fall da. Oder gehe ich genau. Es gibt zwei Türen, das ist das Problem. Wir werden mal sehen, ob wir Action kriegen. Wir müssen ja auf jeden Fall noch rüber erstmal. Ich hoffe halt, dass der Schalter funktioniert. Falls sie nicht hier reinkommen. Sonst komme ich nicht mehr raus. Meinst du, hoch? Aber hier ist doch besser, oder nicht? Sobald die Tür aufgeht, kannst du direkt... Na gut, komm. Ich höre mal auf euch Profis.
sind auf jeden Fall drin. Könnte natürlich auch oben ins Regal mich stellen. Dusche auch noch. Ja, ich hätte rausgehen sollen aus dem Lohnbereich. Ich hätte an der Treppe da gehen sollen. Komm. Ihr Würste, ey. Alle beide, ey. Ja, das hätte ich nicht gedacht, dass das klappt. Junge, Junge, ey. Jetzt muss ich nur schnell genug wegkommen hier. Aber die haben auf jeden Fall ihre Bude hier vorne, ey. Oh, und ein Python, ey. Ich muss Gas geben, Leute. So gut, dass es nein, ey! So schnell, oder was? Nein! Jetzt ernsthaft, ey. Entweder waren die zu dritt, so schnell konnten die nicht wieder da sein. Das geht gar nicht. Nee, das geht nicht. Ohne Scheiß, das geht echt nicht. Die spielen zu dritt, hundertprozentig. Das geht nicht. Das geht echt nicht. Also so lange habe ich nicht gebraucht. Echt, ey. Unglaublich, ey. Junge, Junge, ey. Ja, die waren zu dritt, das geht nicht anders. So schnell können die nicht in der Bude spawnen und da wieder hinkommen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Zu früh gefreut, ne? Wie gewonnen, so zerronnen, ey. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, ein Unbeteiligter. Wenn, dann hat er auf jeden Fall den Jackpot seines Lebens gezogen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingelaufen war. Da vorne, glaube ich, ne? Oh Mann, ey. Ich hätte mir echt merken sollen, wo ich war. Also die beiden sind da. Die haben da die Butze hinter dem Berg. Da bin ich raus.
Zwar den mit Thompson auch noch, aber da ist nicht so wild. Und da ist die Leiche auf jeden Fall. Geh doch nicht rein in die Scheißleiche. Ja, nur Scheiße liegen gelassen. Go! Komm, wir gucken, wo hier einer rumrennt. Scheiß drauf. Ich meine, gut, kann Zufall gewesen sein, dass es echt irgendwie ein Dritter war. Ich weiß noch nicht, vielleicht waren es auch nochmal zwei, aber schon sehr kurios. Sehr kurios. Ja, kann sein. Kann sein. Aber hätten die beiden ihn ja dann eigentlich raffen müssen vorher schon. Also. Man weiß es nicht, ja. Zu viel gefreut halt. Hätte einfach mal gucken sollen, ne? Aber so unter Strom, peiten, ja, peiten und weg. Und bäm. Auf die Fresse. Aber hier ist halt nur die Butze und da das Riesending von den komischen. Aber du siehst die auch nie ein. Du siehst die Wendung im Kraftwerk. Ich meine, kann natürlich auch einer sein, der mit dem Boot angekommen ist, oder was? Kann alles sein, ne? Ein Cheater-Trio. Na. Ich hätte eh nicht gedacht, dass das klappt. Mit der Doppelläufigen, aber gut. Das ging ja auf jeden Fall. Hier hörst du halt auch nie was. In der Butze. Also wenn das echt so ein dritter Unbeteiligter war, dann hat der aber seinen Jackpot seines Lebens gerade gemacht. Der feiert sich aber gerade hart dann. Python, Doppelläufige. Das geht, ey. Das kannst du mal machen. Ich guck mal hier so links rum. Also normal müsste die genau hier hoch sein. Aber das ist so eine Bugbase, die da gebaut haben. Ne? Deswegen traue ich denen echt zu, dass die da zu dritt rumeiern. Aber soll natürlich keine Ausrede sein, ne? Selbst schuld, ich hätte halt auch gucken können, aber... Bin da viel zu nervös in so einer Situation. Ich habe da keine Routine drin. Dann hättest du vielleicht nochmal einen Blick vorher riskiert, ob da jemand ist. Oder hättest dich nochmal kurz hingehockt, ob du irgendwas hörst. Ich habe nur den Python gesehen und... Go. Ja gut, da hatte ich ja keine Wahl, was hätte ich denn machen sollen? Ich wusste ja, dass zwei da sind. Das ging ja nicht anders. Ja, guck dir das Ding an, ey. Ich schon sehe, damit die Tür auf und so, damit die Leute ja denken, das ist geradet. Obwohl, da ist auch nochmal eine neue Butze. Mann, 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 ey. Muss ich echt Sprengladungen bauen, oder was? Ich meine, vielleicht ist auch jemand in der Höhle, ne? Da waren wir ja auch noch nicht drin, unten. Alles ist möglich. Auf jeden Fall, ja. Ne? Wie gekommen, gleich verschwunden. Wie immer in Rust. Siehst keinen mehr. Weil so viele Möglichkeiten gibt es halt hier nicht. Also wie gesagt, das sind die beiden Butzen. Ja, dann jetzt das Ding, das ist neu. Und da um die Ecke ist nochmal eine.
Und da hinten, genau, da hinten ist auch noch mal eine gewesen. Ja. Ja, das ist auch alles nur so Standardscheiße hier. Aber Metalldecke immerhin. 1, 2, 3, 4, okay, 5 Türen, ey. Würde ich die Wand gehen hier. Die halt. Also Raid Seed hätten wir hier. Das wäre echt nicht das Ding. Aber ich habe eigentlich echt keinen Nerv auf die scheiß Springladungsgedöns. Aber mit der Thompson geht's, da können wir uns wehren. Vielleicht hätte ich die Thompson auch mitnehmen, aber die hätten wir ja auch verloren. Das wäre genau dasselbe gewesen. Ich kam ja gar nicht dazu, irgendwie zu schießen. Die zweite Spritze hätte halt noch durchgehen müssen. Naja, so ist es. Ja gut, wir haben jetzt nichts Besonderes. Wir sind am Verhungern, dann können wir nochmal die Meile hochgehen. Gucken, ob sie da auch waren. Ja, vielleicht kommt da nochmal einer hier. Ja, aber das war auf jeden Fall wieder ein perfektes Beispiel für Rust, oder? Freude und Leid innerhalb von 10 Sekunden. Ja, Thompson habe ich heute Mittag. Wie gesagt, ich habe heute Mittag ja die Bude noch ein bisschen aufgebaut. Ich habe 2 Stunden ein bisschen gefarmt. Und da bin ich halt einmal im Kraftwerk gegangen. War natürlich auch nicht im blauen Bereich, sondern war hier in dem Meiler. Da waren 3 Waffenkisten oben. Da war sie drin. Da wir noch 260 Scrap liegen hatten von gestern, habe ich sie gleich gelernt und habe gleich 3 Stück hergestellt. Ja, man sollte sich ja nicht... Man ist so drin, ja, maximal Duo-Server, ne? Also die 2 und ist gut. Man denkt auch gar nicht daran, ja, da könnte natürlich nochmal ein Duo irgendwo rumrennen hier. Aber man hat die ganze Zeit hier nicht mehr Leute gesehen hat, wie maximal immer 2, ne? Sollte sich nicht immer so einfach so sicher sein. Ja, aber in den Zielscheiben hier noch. So, jetzt aber. Mein Gott, ey, mit den Dingern kann ich echt, die kann ich werfen, kann ich die. Die kann ich als Munition in die Doppelläufige legen. Oh, endlich mal Waffenkiste hier oben. 2 Stück. Also wenn jetzt nichts knallt, weiß ich es auch nicht. Hier war noch nie eine Waffenkiste. Junge, was ist los? Oh Mann, ey. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser wie gestern. Gestern gab es ja nur Rohre, durchgehend. Python wäre schön gewesen, ja. Auch mal eine Kiste wäre mal schön gewesen. Ja gut, Thompson ist jetzt auch nicht so schlecht, aber der Python kostet halt nichts, ne? Und damit kann ich wenigstens ein bisschen umgehen. Das ist das. Aber ernsthaft, ne? Als wäre tot. Alles weg.
Ich könnte natürlich nur eine grüne Karte nehmen, ich habe aber keine blaue mehr. Das ist auch das Problem. Weil ich habe ja nur ein Python mitgenommen. Vielleicht hätte der andere auch noch einen gehabt, dann liegt da noch einer jetzt. Aber ohne blaue Karte? Nö. Müssen wir also gleich auf jeden Fall nochmal Richtung Hafen rüber. Nochmal eine Karte organisieren. Ja, scheiße ist halt, dass hier kein Waffenlicht drauf machen kannst, ne? Die Thompson. Das kann auch mit nach hinten. Den Mist kannst du eigentlich auch hier lassen. Flammenwerfer. Schön. Aber das Schöne ist, ich bin auf jeden Fall wach jetzt. Der Anfang noch ein bisschen schläfrig, aber jetzt bin ich wach. Jetzt ist alles my life, ey. Dip, 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 dip. Wir haben schon 17. Wir müssen einfach C4 lernen. Das geht gar nicht anders. So viel Tech Trash. Außerdem müssen wir die scheiße Muni lernen. Vielleicht kriegen wir sie dann. Rüstung. Oh, wie scheiße hier. Ja, ist ja nicht groß was da, oder? Scraber technisch. Ja, Rohre muss ich auf jeden Fall welche liegen lassen. Das wären 9 Stück, könnte ich mitnehmen. Federn scrap ich nicht. Klingen eigentlich auch nicht. Das lohnt eh nicht. Zahnräder könnten wir ein paar scrappen. Aber Tech-Trash will ich halt ganz gerne liegen lassen. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen nicht auf C4, dann könnten wir es natürlich wegsmashen. Aber so würde ich es halt liegen lassen. Es reicht halt nicht, wenn wir jetzt scrappen gehen. Das ist ja nun mal Fakt. Da müssen wir erst noch ein bisschen was organisieren. Dann machen wir den Scheiß jetzt erst hier rein. Jo, viel Spaß beim Zocken. Jo, ist auch gut. Gut, dann gehen wir jetzt Straße, ein paar Fässer machen. Ich denke, das wäre so das, womit wir mal anfangen können. Müssen aber erst einmal sterben. Ja, mache ich heute. Ich denke mal bis 10. Alles, was länger als 10 ist, ist Bonus. Ich muss morgen zwar nicht raus, aber mal gucken.
Kommt drauf an, was ich so finde, sag ich mal, ne? Machen wir es mal so. Wie gestern. Wenn die halbautomatische noch kommt, dann hat man natürlich nochmal einen Anreiz. Wir schauen mal, wie es halt läuft. Aber so ist erstmal geplant, bis 10 ungefähr. Bisschen. Ja, komm, wir gehen erst Straße, bevor wir rübergehen, oder? Ja, machen wir auch mal, komm. Ja. Ja, der Python wäre halt schön, weil er einfach nur ein Rohr kostet, ne? Ohne Feder. Das ist das halt. So Thompson mitnehmen, der dann von hinten beim Fässerkloppen abgeschossen wird, ist das auch immer ärgerlich. Naja. Schauen wir mal. Ernsthaft? Das war keine Sprengladung, oder? So leise wie das war? Müssen wir doch wieder umschwenken hier. Düp, 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 düp. Ach komm, ich lass den scheiß Jude an. Reißt auch nicht raus. Ja, wir warten mal ab, ob da jetzt nochmal ein Knall kommt. Ja. Gut. Natürlich jetzt ein bisschen wenig Spritzen mit, aber. Aufgeschissen. Jetzt nicht so mega laut gewesen, ne? Da? Hört sich weit weg an, oder? Ja klar ist das ein Geheimnis. Viele Sicherung? Ich glaube 3 oder so, nicht viele. Also nicht so wie sonst eine Kiste voll. Hört er sich so Richtung hinter dem Berg an, oder? Bin da immer schlecht in den Orten. Ja, ich kann dir den schreiben. Ist kein Problem. Nur ich will ihn halt nicht hier öffentlich im Chat hauen oder öffentlich bei YouTube rein, weil dann hast du immer wieder so ein paar Ballerbeine, die auf den Sack gehen. Aber sonst kann ich dir den gleich schreiben, ist kein Problem. Ja, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg hier. Ja, haben wir jetzt gleich. Kein Problem, wird jetzt gleich dunkel. Ich will nur mal eben gucken hier. Ich hab so die Befürchtung, dass das Schwein uns gleich auf den Sack geht. Hau ab. Ja, da sehen wir eh kein Land, aber wir probieren es mal. Da hätte ich ja fast von einer anderen Butze laufen können. Junge, Junge. Ich hätte mir halt einfach mal so eine Steinbarrikade machen können. Total vorbereitet wieder der Mann. Unglaublich. So, ist das jetzt hier die Butze schon? Nee, oder? Doch. Natürlich auch super, dass dunkel wird mit der Thompson dann.
Wir schießen nach da. Mann, beweg dich doch auch, ey. Bleib da einfach stehen, ey. Ich hab den halt zu spät gesehen, ey. Das ist jetzt, hab ich Zeit. Wie schlecht, ey. Junge, Junge, Junge. Warte. Ich mal eben hier. Muss ich echt die Seite für öffnen. Twitch halt, ey, original. Gestern Vormittag irgendwann. Ja, sehr interessant gerade, Leute, ich weiß. Big Tasty, schreib mal irgendwas im Chat kurz. Dann habe ich deinen Namen leichter. Brauche ich ja nicht durch 50.000 Fenster mich durchhangeln. Ja, sehr gut. Gut. Nacht. Ja, gut. Wo die komische habe ich vorne, die können wir auch erstmal nehmen. Essen passt. Fängt eh gleich wieder an zu verhungern, der Kerl. Ja, kommt drauf an. Nachts kannst du auch erstmal ein bisschen Holz machen mit deinem Stein. Ja, aber es beginnt jetzt so die Wait-Phase, ne? Wie gesagt, sonst muss er echt hier irgendwie Richtung Kraftwerk. Da ist halt ein bisschen weniger butzentechnisch. Ja, ich auch. Ansonsten vorne ist halt alles ganz gut zugepflastert. Boah, wie weit ich schon laufen muss, um ein paar Palmen zu kriegen hier. Ich glaube, wir nehmen gleich erstmal ein Boot. Und düsen erstmal hier rüber. Guck mal, was da so rumsteht an Butzen. Vielleicht können wir da ja irgendwas aufmachen. Also ich habe auch normale Steinmunition gemacht gestern noch ein bisschen. Wenn da irgendwie Holztüren sind, die können wir mit der doppelläufigen raiden. Mein Flammenwerfer hätten wir zur Not auch. Müssen wir mal gleich gucken, was da so los ist.
Mhm.